Ja, meine Freunde, Tag 2 ist angebrochen hier auf der Gamescom in Köln 2015. Ja, so sieht die ganze Sache aus. Wir haben einen riesengroßen Vorteil, sensationelles Aussteller- bzw. Fachbesucherticket. Hinter mir schon brutale Menge, derer gerade die Pforten geöffnet werden. Und ich habe mein ganzes Leben schon lange mehr so viele Leute auf einen Haufen gesehen. Meine Freunde, wir sind jetzt elegant in der klimatisierten Business Area. Wir konnten uns durch die Menschenmassen durchschlagen, beziehungsweise war im Endeffekt gar nicht wirklich notwendig anders. Man konnte da ganz entspannt mit unseren Trade Visitor Tickets an der Seite vorbeigehen und ja, wir sind jetzt drin, entspannen uns mal ganz kurz bei eventuell einem kühlen Getränk hier in der klimatisierten Halle. Und ich muss mich im Endeffekt sogar noch entschuldigen, weil ich habe den ersten Tag aufgenommen, beziehungsweise den ganzen Tag wirklich sehr, sehr viel Videocontent aufgenommen und kaum etwas kommentiert. Liegt aber primär daran, dass ich von den Menschenmassen und von dem ganzen Desaster hier wirklich nahezu erschlagen wurde. Die Impressionen waren eigentlich nur sensationell und dementsprechend gibt es sehr, sehr wenig, glaube ich, bis gar nicht oder gar kein Commentary zum gestrigen Tag von mir. Aber ich werde versuchen, das am heutigen Tag zu ändern. Wenn nicht, ja, dann nicht. Wir werden sehen, wie der heutige Tag noch weiter aussieht. Und ja, wir sehen uns dann ja, im Laufe des heutigen Tages. So, meine Freunde, die Matthead und ich waren jetzt geschlagene und jetzt kommt es 1,5 Stunden im Businessbereich von Xbox bzw. Microsoft und haben über Community, Projektarbeit und dergleichen gequatscht, philosophiert. Gott, ein Wahnsinn. Diskutiert richtig. Also ich gehe da jetzt gar nicht näher drauf ein, weil sonst kriege ich nur Daumen nach unten. Aber wir haben gehört, es ist einiges in Planung. Ja. Da wird einiges cooles Zeug kommen und ja, weitere Infos dazu werden dann folgen. Alles klar. Ambitionierte Messebesucher machen natürlich auch bei der Besucherbefragung mit und geben immer sehr schlechte Bewertungen. Also sehr unwichtig. Falsch. Falsche Seiten, never mind. Es gibt aber Abzüge in der A-Note, gell? Mit die Klappe. No, das ist scheiße. Herrlich. Medi verklickt sich ein bisschen. Ach, bitte. Es gibt kein Vorwärts, kein Rückwärts, es gibt nur Vorwärts. Nein. Die Zeile auslassen. Ja, da steht Sonstiges. Ja, wurscht. Ich bin sonstig sehr zufrieden. Ja, ich bin sehr zufrieden. Herrlich. Ja, so schaut es aus. Wir haben unser Soul fast erfüllt. YouTuber-Raid durch die Hallen. ja, wir sitzen jetzt ganz entspannt in der Business Area am Fliesenboden, weil es der einzige Punkt ist, an dem man hier in der Messe Köln anscheinend WLAN empfangen kann und somit ein wenig mit Außenwelt in Kontakt treten kann.
und wir werfen jetzt unsere rote Jausendinger-Paxeln ein und saufen mal eine Runde Mineralwasser. Gerold Steiner, kein Product Placement. Der Link findet ihr nicht in der Videobeschreibung. Ich möchte so einen schönen Gruß an die Publisher von Fallout richten. Das Video war ja nett, aber ein bisschen mehr als nur ballern wäre schon gut gewesen, zum Herzeigen. Also wollt ihr selber spielen auch? Na, das sowieso. Selber spielen. Hast du schon Fallout gespielt einmal? Ja, sicher. Wie viele Teile? Vegas und Fallout 3. Ein Wahnsinn, der Ariman. Ein Killer, ein Henker. Und dann diese laue Vorstellung. Nur ein Video? Nur ein Video. Das haben wir vor zwei Wochen schon auf YouTube gesehen. Jetzt haben wir die Abteilung Family and Friends auch gesehen. Ja, war genug.
Ja, meine Freunde, die Sonne knallt mit 40 Grad auf den Helm. Das war die Gamescom 2015. Ich hoffe, ich konnte euch mit ausreichenden Impressionen und Informationen versorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns demnächst. Euer Viva.